schönen guten Abend miteinander. Hört ihr mich? Ja. Ich habe gehört, dass man in Mannheim Schweizerdeutsch versteht. Und ich freue mich sehr, dass ich euch alle mitnehmen darf auf meine Weltreise. Daniel hat mir gesagt, ich hätte 30 Minuten. Ich habe dann gesagt, ja, normalerweise geht es 40. Wir haben es auf 35 geeinigt jetzt. Ich hoffe, dass wir das durchziehen können. Ich freue mich sehr, dass ich euch mitnehmen kann auf die erste Weltreise mit einem solarbetriebenen Auto. 1993 habe ich den Beruf dann an den Nagel gehängt und habe mir gesagt, gut, jetzt gehe ich mal die Welt bereisen, natürlich mit einem Solarauto, aber es gab es nicht zu kaufen. Also habe ich mir gesagt, ja gut, also dann mache ich meine erste Reise mit dem Fahrrad. Und stellen Sie sich vor, wo ich all meinen Freunden und meinen Eltern gesagt habe, hey Leute, ich gehe jetzt nach Afrika, 7 Monate alleine, dort wo die Wildtiere sind, gehe ich jetzt Radfahren. Ich habe mich so gefreut. Wissen Sie, was aber mal meine Freunde gesagt haben? Louis, du spinnst, oder? Und ich muss Ihnen sagen, die hatten natürlich gute Gründe dazu, mir das zu sagen, weil die haben alle gesagt, Louis, pass auf, du wirst vom Elefanten zertrampelt, vom Löwen gefressen, du landest im Suppentopf, du wirst überfallen und so weiter. Und das waren gute Gründe. Aber ich bin so froh, habe ich nicht auf meine Freunde gehört. Klar, es ist viel Schlimmes passiert. Das Schlimmste, das passiert ist, ich wurde eines Tages wirklich ausgeraubt. Ja, das ist passiert, das Schlimmste, von Studenten aus Thüringen. Ich muss Ihnen eins sagen, ich habe etwas gelernt, das ich nie in der Schule gelernt habe. Ich bin so froh, habe ich es durchgezogen. Never give up. So bin ich also zurückgekommen. Und habe dann wieder unterrichtet, Geld verdient und da hatte ich wieder einen Traum. Hey, jetzt gehe ich nach Nordamerika, jetzt werde ich Nordamerika durchqueren. Natürlich gab es im Jahr 1996 immer noch keine Solarautos zum Kaufen. Also habe ich mir gesagt, na gut, dann kaufe ich mir ein Flugzeug für $8000 mit einem Rasenmähermotor oben und ich werde damit die USA durchqueren. Was haben meine Leute gesagt? Louis, du spinnst. Du bist Lehrer, du solltest unten bleiben, auf dem Boden mit beiden Beinen, oder? Du hast ja keine Ahnung von Fliegerei. Ja, die hatten nicht Unrecht, aber ich dachte nur ans Fliegen. Ich bin so froh, habe ich nicht auf meine Freunde gehört. Die haben alle gesagt, Louis, du stürzt ab. Natürlich hatten sie recht. Und ich stand also da und in diesen Krisenmomenten lernt man das Wichtigste im Leben. Was habe ich dort gelernt? Ich dachte, ich kann nicht mehr weiter, das Flugzeug ist futsch, es geht nichts mehr. Aber ich war ja in guter Gesellschaft. Da waren diese Flugzeugmechaniker von diesen Löschflugzeugen. Wissen Sie, wie froh die waren? Hatten die endlich mal was zu tun? Die haben mich auf die Seite geschoben und haben gesagt, Louis, don't worry, we will fix your airplane. Und was habe ich dort gelernt? Etwas ganz Wichtiges für mein Leben und für meine späteren Projekte. Und zwar ask for support. Ganz einfach. Wir haben immer Angst, andere zu fragen. Wir sind darauf trainiert, dass wir immer alles alleine machen müssen können. Und dort habe ich gelernt, hey, man muss die Leute nur fragen. Alle wollen Teil sein des Abenteuers, das du machst. Und auf der Heimreise habe ich mir gedacht, ich fahre doch mal zum Spaß durch Afghanistan. Was haben meine Freunde gesagt? Die haben nichts gesagt. Meinen Sie, ich hätte das denen gesagt vorher? Sicher nicht, oder? Ich weiß ja, was alle sagen, oder? Was mein Leben verändert hat, war diese Situation hier. Ich komme an ein Schulhaus. Das ist von Taliban beherrschtes Gebiet, da war es gewesen. Und das waren die Schüler, keine Mädchen, die hier in eine zerbombte Schule gehen. Und das waren die Lehrer. Und denen sind fast die Augen rausgefallen. Was macht denn da ein Schweizer? Seit 20 Jahren der erste Tourist überhaupt hier. Und die sind sofort zu mir gekommen und haben gesagt, hey, du bist der erste Tourist überhaupt hier. Geh zurück in dein Land und mach etwas. Und da habe ich gedacht, ja, was soll ich tun? Braucht ihr ein neues Schulhaus? Da haben sie gesagt, ja, wir brauchen nur $70000. Da habe ich mir gut überlegt, hey, was könnte ich in Afghanistan kaufen für $100, das ich in der Schweiz für 70.000 Franken verkaufen könnte? Kommt Ihnen etwas in den Sinn? Etwas Legales. Hä? Und ich war der einzige Mensch, der überhaupt Fotos hatte von Afghanistan. Naja, das interessierte überhaupt niemanden. Bis der 11. September kam, 2 Monate später.
Und ich wurde überrannt bei meinen Vorträgen. Alle wollten wissen, was machen jetzt die Taliban, wer sind die Taliban? Und ich war der einzige Tourist, der je dort war, oder? Und der Fotos hat. Und was habe ich gemacht? Ich habe Vorträge gehalten, so wie hier jetzt. Aber zum Thema Afghanistan und beim Rausgehen habe ich allen Leuten gesagt, hey Leute, könnt ihr mir helfen, das Schulhaus aufzubauen? Wollt ihr mithelfen? Jeder, der mir 10 Franken reinlegt in meine Kasse dort hinten, kriegt Wechselgeld, den besten Kurs von ganz Europa, von Westeuropa. Die kriegen 1000 Afghani. Das hatte natürlich nur 3,5 Rappen wert, oder? Aber die Leute haben gespendet wie verrückt, oder? Die haben 10 Franken, 50 Franken, 100 Franken reingetan. Hey, ich habe 140.000 Franken eingenommen. Das ist jetzt mein Schulhaus. Hier gehen jetzt 1200 Schüler zur Schule, auch die Mädchen. Und was habe ich gelernt? Ich habe etwas gelernt, das ich in der Schule nie gelernt habe. Be creative. Es gibt für alles eine Lösung. Man darf nur nie zu früh aufgeben, zu überlegen. Und so habe ich mir dann überlegt, als ich von dieser Reise zurückkam, hey, ich will mit einem Solarauto um die Welt. Das war schon immer mein Traum, ich will ein Solartaxi haben. Aber das kann man nicht kaufen. Ja, ist es jetzt wirklich so, wenn ich einen Traum habe, soll man das jetzt verwirklichen, soll man es selber bauen? Ich habe meine Freunde gefragt und die haben alle gesagt, Louis, du spinnst, du bist Lehrer, du kannst ja schon viel, aber nichts richtig. Ja, die haben ja recht. Aber soll ich jetzt meinen großen Traum nicht realisieren? Soll ich mein Auto nicht bauen, nur weil ich keine Ahnung habe? Soll man jetzt den Traum einfach vergessen? Dann bin ich natürlich zu einer Bude in Zürich, da habe ich gesagt, hey, könnt ihr mir so ein Auto bauen? Was kostet das? Und die haben sich die Hände gerieben, die haben gesagt, super Idee, Herr Palmer, für Sie, Freundschaftspreis, nur 3,5 Millionen Franken. Hey, wenn man einen Traum hat und kein Geld hat, keine Ahnung hat, soll man dann einfach aufhören zu träumen? Sicher nicht. Hey, ich habe keine Ausbildung, ich habe kein Geld, aber ich habe etwas gelernt in meinem Leben. Ich habe eine Einstellung. Und sehr vieles im Leben ist einfach eine Einstellungssache. Und die Einstellungssache ist wichtiger als die Ausbildung, ist wichtiger als das Geld, das man hat. Und meine Einstellung zu dem Thema war, gib nie auf, frag Leute, dass sie dich unterstützen, und sei kreativ. Und mit dieser Einstellung bin ich an dieses Thema heran. Ich baue mein Auto, fahre damit um die Welt als erster überhaupt und kümmere mich nicht darum, was andere sagen. Ich gehe zu den Professoren, habe denen gesagt, hey Leute, ich habe einen Traum und die Batterien habe ich auch schon. Könnt ihr mir helfen, das Auto zu entwickeln? Und da haben die mir klar gesagt, Herr Palmer, die Einzigen, die hier gratis arbeiten können, sind die Studenten. Sie können denen eine Aufgabe geben, die haben ein Jahr Zeit, ihr Auto zu entwickeln. Das können wir machen. Ich habe die Schweizer Medien kontaktiert, da war nichts, da war überhaupt kein Interesse. Ich habe dann gedacht, ja, in Deutschland, wer kommt mir in den Sinn, vielleicht ist Deutschland interessiert. Ich habe dann gedacht, es gibt doch da eine Firma in Hamburg, ich könnte doch die da schnell fragen. Die haben mich sofort eingeladen. Sofort kommen Sie, Herr Palmer, unterschreiben exklusiv, wir wollen Ihre Story. Sie werden 2 Millionen Leser haben pro Woche. Wir tun Sie 3-mal pro Woche mit einer Story auf die Titelseite von Spiegel Online. Hey, wow! Damit wird das Projekt weltberühmt. Und da hatte ich noch 2 Monate bis zum Start. Mein Konto war unter Null. Aber ich hatte einen Medienpartner. Ich hatte noch 10 Firmen angeschrieben in Deutschland. Und eine, die Sie alle kennen, hat mich eingeladen. Und die haben nur noch gefragt, Herr Palmer, wie viel brauchen Sie? Hey, wow! Ich dachte, Spinne, das gibt es ja gar nicht. Und so bin ich dann Anfang Sommer 2007 effektiv gestartet. Blau bemalt das Auto aus Wunsch vom Sponsor. Bertrand Piccard, der Solarflugzeugpionier, war da mein erster Gast. Und so bin ich gestartet in meiner Heimatstadt Luzern. Zu einer unglaublichen Reise. Von 54.000 Kilometern von Luzern über Deutschland, Türkei, Saudi-Arabien, Indien, Australien, China, Nordamerika zurück in die Schweiz. Die nächste Einladung in Berlin, die wollten da heiraten im Solartaxi. Und kaum fuhr ich weiter, kam ein Telefonanruf. Ich dachte, Spinne, es war die UNO. Die haben im Spiegel gelesen, ich käme nach Wien, ob ich nicht einen Vortrag halten möchte bei der UNO. Ja, das muss man mir nicht 2-mal sagen. Das war das erste Auto, das je bei der UNO reinfahren durfte. Und
Ich habe gedacht, das gibt's ja gar nicht. Und die haben gesagt, hey, Herr Palmer, kommen Sie unbedingt nach Bali. Wir haben dort die Weltklimakonferenz in 4 Monaten. 200 Minister aus der ganzen Welt sind da. Die brauchen ein umweltfreundliches Taxi. Kommen Sie. Da habe ich gesagt, ja gut, natürlich komme ich. Wo ist Bali? Das ist neben Australien. 4 Monate um die halbe Welt. Ui, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich habe ja nicht mal ein Navi bei mir gehabt, aber ich habe gedacht, wenn ich Richtung Rumänien fahre, stimmt das schon. Wenn es ein Land gab, vor dem ich Schiss hatte, dann war das Indien. Wegen dem Straßenverkehr. Die haben da 20 Millionen Einwohner in Bombay. Und wissen Sie, ich habe dann einen Aufruf gemacht auf Spiegel, wer kann mich rausbegleiten aus Bombay? Ich brauche eine Begleitung, dass es kein Unfall passiert. Und wissen Sie, wer sich gemeldet hat? Die Hells Angels von Bombay. Ja, und was mich vor allem gefreut hat, die Presse war ja da. Hey, ich hätte nie gedacht, als ich beim Batteriehersteller war, ganz normal, ich habe dem doch gesagt, ich komme auf CNN. Meinen Sie, ich hätte das selber geglaubt? Hey, das erste Mal, von 4 Mal insgesamt, das erste Mal war das Auto auf CNN. Ich muss Ihnen sagen, es war genial. Sogar 4 Mal hat CNN berichtet, 5 Mal BBC World und sogar 1 Mal das Schweizer Fernsehen. So bin ich dann einfach mal mit dem Schiff weiter und mir hat es den Bauch zusammengezogen. Hey, China, der größte Umweltverschmutzer der Welt. Ich habe mit allem gerechnet, wie ich da empfangen werde. Nur nicht mit dem. Hey, schauen Sie das mal an. Roter Teppich in China. Blasmusik, das Militär war dort, die ganze Bevölkerung war dort, ein Zelt war aufgebaut, willkommen Solartaxi. Ich habe gemeint, ich spinne. Jedes Hausdach hat eine solarthermische Anlage. Und dann haben sie überall elektrische Motorräder und sie haben die größten Windkraftwerke der ganzen Welt. Hey, China, alleine was sie jetzt schon installiert haben bis heute an an Windenergie, sie haben 125.000 Windkraftwerke aufgestellt. Die haben eine Leistung von zusammen 190 Atomkraftwerken und leisten 10% vom Bedarf. Wenn jedes dieser Windräder am Stromnetz angeschlossen wäre, wäre es übrigens noch viel mehr. So bin ich also weiter nach New York und die UNO hatte mich angerufen 2 Monate vorher, hat gesagt, Louis, absolut kein Wort darüber schreiben oder sagen, top secret. Unser Chef, Ban Ki-moon, Generalsekretär der UNO, will mit dir an dem Tag zur Arbeit fahren, wenn du in New York bist. Und ich habe gedacht, ich spinne, das gibt's ja gar nicht, der Chef der UNO. Hey, das war ja der Hammer und ich war endlich mal wirklich nicht alleine. Also, hey, FBI war dabei, Homeland Security, New York Police, CIA, alle waren dabei und haben mich begleitet, das war genial. Und sie haben mich also vorher eine halbe Stunde gebrieft, diese Security People, haben mir gesagt, hör mal, Louis, niemand weiß, dass Ban Ki-moon hier ungeschützt jetzt die Straße runterfährt. Es kann aber sein, dass Terroristen kommen, die wollen ihn rausziehen. Bleib cool, einfach weiterfahren, weil, weißt du, wir haben hinten eine speziell präparierte Stoßstange an diesem Polizeiauto. Bleib cool, der übernimmt das Rammen. Ja. Meine Damen und Herren, ich glaube, ich bin am Ende. Um das geht's doch. Und was habe ich herausgefunden auf meiner Reise? Die Welt ist voller Lösungen. Wir müssen es nur tun. Und auch wenn wir oft denken, es geht nicht, never give up. Fragen Sie nach Support. Seien Sie kreativ. Das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Ich habe Ihnen meinen Traum erzählt heute. Ich habe noch viel länger gehabt, glaube ich, als ich durfte. Aber ich habe Ihnen meinen Traum erzählt und Sie haben auch Träume. Ich wünsche Ihnen allen, dass auch Ihnen gelingt, all Ihre Träume umzusetzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus